Ein vortrefflicher Vortrag. Singen Sie auch die sogenannten Heldentenorpartien? Allerdings. Lieber aber die Schmachtenden. Was man in der Kunstsprache die Fasanenprinzen nennt. Oh, ich war in meiner Jugend auch ein tüchtiger Sänger. So wie ich denn überhaupt für die Tonkunst schwärme. Namentlich für die italienische Musik. Natürlich, die ist auch eigentlich das Wahre. Denn wenn ich die Stelle höre, la 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 la, so weiß ich gleich, was kommt und brauche mir nicht erst den Kopf zu zerbrechen. Wie wäre es denn nun mit dem anderen Herrn? Zu Befehl? Zwar bin ich nur gewohnt, mit großem Orchester zu singen, indessen ausnahmsweise. Herr Kollege! Er hört nicht. Umso besser hört er auf unsere Comtesse. Herr Kollege! Was gibt's? Wie wär's, wenn wir das große Rezitativ zum Besten geben aus der neuen Oper? Na so, wie heißt sie doch gleich? Der verkleidete Liebhaber. Ja, richtig. Diese Spitzbuben. Also, die Ouvertüre lassen wir weg. Kling, kling, kling. Der Vorhang geht auf. Das Theater stellt eine unglückliche Waldgegend vor mit einer Mitteltür. Links und rechts. Ich bin Don Adolfes, ein spanischer Edelmann. Ich bin sein Bedienter, der gewöhnlich Petrillo heißt.